So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und wir spielen eine weitere Folge Assassin's Creed Origins. Ja, und das letzte Mal sind wir ja hier stehen geblieben, gejagt vom Phylakis, um ein paar Kuchen kaputt zu machen, müssten wir in die Garnison einbrechen. Macht jetzt nicht so viel Spaß, wenn da zu viele Wachen rumeiern. Irgendwie bewachen die auch nur die Kuchen. Wir raffen es die gerade im Moment nicht so, ne? Muss aufs andere Seil rüber. Noch ein Korb mit Kuchen. Die gehören auch vernichtet. Ich sollte nachschauen, ob es noch mehr gibt. Das war der letzte Kuchen. Dein Hotep ist jetzt sicher. Gucken, ob wir den treffen. Oh, schade. Wir können den Pfeil steuern. Das ist mal voll Fun, Mann. Oh, schade. Oh, Reichweite zu kurz. Auf jeden Fall haben wir die Quest jetzt abgeschlossen. Aber hier gibt es noch einen Schatz, der irgendwo rumeiert. Dann haben wir die komplette Basis auch abgeschlossen. Aber eigentlich will ich jetzt viel mehr andere Quests machen. Hatte jetzt die Garnison aufzuräumen. Ja klar, die müssen. Ja. Nein, wir machen jetzt mit Quests weiter. Wir gehen hier, Straßenkinder. 440 Meter von hier. Wir machen mit Quests weiter. Wir müssen ja ein gewisses Level erreichen, damit wir. Lol. Ja, wir müssen. Den habe ich aber nicht gekillt. Wir müssen auf jeden Fall ein gewisses Level erreichen, damit wir. Damit wir. Mit dem Krokodil weitermachen können. Das ist nicht so leicht. Und wir erkunden weiterhin Memphis. Sind da keine Krokodile, ey.
Cardinal. Queststraßenkinder, bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Vielleicht nichts Besonderes. Wer? Das ist jetzt dein Ernst? Hier gibt's Schätze, deswegen greifen die mich an. Aber ich. Oh Mann. Habt ihr das gesehen? Ich kann nicht da durchspringen, weil da Zeug steht. Ah, komm, es geht ja auch wirklich noch schwerer, oder? Deswegen werden die bewacht, oder was? Weil da ein paar Schätze umgammeln. Alter Schwede. Dieb! Ein Dieb! Magi! Fang diesen kleinen Tun nicht gut ein! Schnell! Oh Mann. Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen! Ein Magi sollte aber schneller sein. Wie kann ein so schnell? Immer feste drauf! Du hast es geschafft! Ich wusste es! Kleiner Bengel. Hast du mich hierher gebracht, um diese Banditen loszuwerden? Klar doch! Ich bin schrecklich schlau. Das sagen alle. Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten. Und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Wie heißt deine Schwester? Kavit. Und ich Ifri. Wenn du sie findest, sag ihr, dass ich sauer bin. Oh Mann. Das ist ja fast schon naiv. Option? Option? Oh, fuck. Falsche Taste gedrückt. Jetzt ist Nacht. Aber Nacht ist immer gut. Nacht ist immer gut. Seht uns keiner. So, dahin. Straßenkinder. Na, ist nicht weit weg. Moment mal, jetzt guck mal gerade mal, für welches Level brauche ich? Ah, 25, das heißt, wir haben es bald gepackt. Wahrscheinlich nach dieser Quest und dann haben wir es gepackt und dann... Aber ich möchte mich ja noch ein wenig hochrüsten. Das heißt, mal gucken, wie viel Geld wir haben. Dann gehen wir zum Schmied, holen uns ein bisschen Materialien. Und dann, ja, dann machen wir noch mal eine Armschienenklinge hoch. Und natürlich noch mal. Dieses Schiff segelt so schnell nicht los. Was? Jetzt auch da hinten reitet er.
Schiff rein, so wie das aussieht. Bei dem Feuer war bestimmt sogar Reh neidisch. Ja, es heißt, das Schiff hätte gestern im Hafen Feuer gefangen. Weißt du, was los war? Nein, ich soll's nur wieder herrichten. Hat wohl jemand angezündet, ne? Ah, das Schiff war im Trockendock, als es Feuer fing. Ölspuren. Okay. Machen wir mal den Heiligen. Ölhändler. Bleib bloß weg, oder ich schlag dir die Zähne aus. Ganz ruhig. Hast du gestern ein junges Mädchen bei der Werft gesehen? Ich sehe sehr viele Mädchen. Meistens lohnt sich kein zweiter Blick. Sie würden wohl dasselbe von dir sagen. Falls du von mir Informationen willst, hat sich der Preis damit verdreifacht. Lieber werfe ich meinen Geldbeutel in den Fluss. Ein Ölhändler. Hat er Kavit gesehen? Ah, mich würden am liebsten verprügeln. Sie hatten die Kinder eingesperrt. Das ist der Mast des verbrannten Schiffs. Ein buntes Segel. Ungewöhnlich. Zurück, sag ich! Man muss ihn anders zum Reden bringen können. Halt, du Grobian! Ich rede ja! Bei den Gliedern des Osiris, du bist grausam! Nur ein wenig. Was war mit dem Mädchen? Bei meinem zweiten Blick hat sie gerade meinen größten Krug mit Öl gestohlen. Sie verschwand damit geschwind wie ein Dämon. Bei meiner Rückkehr zerschlugen einige Rüpel gerade meine Ware. Möge euer ganzer Haufen doch einfach im Nil versinken. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Ich noch nicht so ganz. Aber schon wieder laden. Kavit stahl diesem blöden Händler einen Krug Öl und versteckte sich bis abends. Im Schutz der Nacht verteilte sie das Öl auf dem Schiff und zündete es an. Das Feuer erfasste das ganze Schiff. Während das Schiff brannte, befreite Kavit die gefangenen Kinder im Hafen, aber die Banditen haben sie wohl erwischt. Wem auch immer das Schiff gehört, war für die Entführungen verantwortlich. Nette Theorie. Ist noch mal ein Schiff, so wie es aussieht. Ein verstecktes Kind. Und da ist das bunte Segel. Ich bin wieder so einer, der... Wenn wir Tiere sehen, abknallen. Die Banditen suchen nach dem Kind. Sollen wir ein Feuer legen? Mensch! Ach!
muss mit dem Kind reden. Deswegen muss ich mich noch ein wenig pimpen, Mann. Weil diese ganzen Leute da mit ihrem behinderten Scheiß... Breitschilden, da habe ich fast keine Chance, Mann, gegen die. Die sind so... Ah, guck mal. Plündern. Ah, ein Zepter. Lass mal auf die Omme hauen, ne? Ah, mir ist das Kind schon fast egal hier. Ah. Dein Bruder schickt mich. Wo ist Kavit? Sie und die anderen wurden in ein Haus in der Stadt gebracht. Es gehört einer reichen Frau namens Gaia. Es ist beim Hathor-Tempel. Wirst du meine Familie retten? Bei der Göttermutter. Ja. Oh, Folgequest für Kinder, ne? Ja, wegen dem toten Flamingo gehe ich nicht ins Wasser, ey. Okay, zum Hathor-Tempel. Den ganzen Weg wieder zurück. Okay, mehr ist hier nicht. Flamingos. Warte mal kurz. Zenu? Vier weiches Leder. Brauche aber kaum weiches Leder. Vorne, ich sehe was. Die sind schon tot. Tatsache, die sind schon tot. Irgendwas Dickes muss die gerissen haben, ey. Jetzt gehen wir erstmal zum Hathor-Tempel und machen diese Quest fertig. Ich habe nur gesehen, dass da irgendein Gepard, Leopard oder Löwe da hier sein Unwesen treibt. Aber, naja. Haben wir es entdeckt. Ich finde es immer noch so bemerkenswert, dass Zenu durch Wände durchgucken kann. Das ist... Nein, Alter. Ja, nee, oder? Er kann nicht über solche Buschzäune drüber springen. Ach, Mann. Gammelige Lehmhäuser da. Irgendwie gucken, dass ich auf der anderen Seite vielleicht irgendwie reinkomme. Moment mal, war das jetzt nicht sogar der Laden da? Den ich gerade vorher überfallen habe? Natürlich war das der. Was ist los? Ich habe den Zellenschlüssel nicht. Dann hol ihn dir einfach von einem dieser ochsendummen Banditen. Der Schlüssel. Lol. Das muss Kavits Zellenschlüssel sein. Ach nee. Lebe ewig. Schickt Neff dich? Nein, der junge Ifri. Wo ist er? Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Mattia heim. Los. Hey, warum gehst du nicht mit ihnen? Ich spüre die Schlampe auf, die meiner Familie das angetan hat. Wenn du mir dabei helfen willst, triff mich beim Haus von Neff. Wer ist jetzt Neff? Na, Alter, was geht? Gaias Zitze hat dich weich gemacht.
Wo läuft denn der Mongo, Alter? Kommst du jetzt her? Der verarscht mich doch! Der verarscht mich echt! So Leute, was sagt ihr jetzt dazu? Wir haben jetzt fast die Zeit schon erreicht. Wir könnten die Quest natürlich weitermachen. Und den ein bisschen helfen. Oh. Wir könnten die Quest weitermachen oder wir suchen uns jetzt erstmal einen Schneider oder einen Weber oder sowas. Und rüsten uns mit ein bisschen Material zu. Ich denke mal gerade so, wir müssen wahrscheinlich eh zum Schmied noch. Aber zum Weber müssen wir auch. Zeug verkaufen. Gerade sowas hier zum Beispiel, das können wir überhaupt nicht gebrauchen eigentlich. Ibis-Schnabel. Oh, schon wieder so viele Hyänen gekillt, Mann. Das können wir dann noch verkaufen. Das sind nämlich so Sachen, die brauchen wir nicht. So, und dann können wir Zeug kaufen. Zum Beispiel eben hartes Leder. So, jetzt müssen wir gleich erstmal noch gucken, weil das reicht nämlich wahrscheinlich von vorne bis hinten nicht, ne? Brauchen wir Bronze und hierfür brauchen wir Holz. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Schmied in der Nähe finden. Nähe ist gut, ne? Der nächste Schmied ist hier hinten. Aber da können wir hier schnell hinreisen. Und dann gucken wir mal, was der wie Material verkaufen kann, ne? Ich brauch Bronze, ich brauch Holz. Du kannst dir natürlich auch. Du kannst natürlich auch Pay to Win machen, ne? Ist klar. Du kannst dir natürlich Helix Points kaufen von Ubisoft. Und dann natürlich das Zeug dir ganz schnell kaufen. Du Pisshund, du pissest hier nur so hin, ne? Du kannst nicht mal Hunde schlagen, ey. Das kannst du natürlich machen, aber ich wusste da der Spielspaß, ne? Außerdem kannst du locker ganz viel farmen gehen, du musst einfach nur jagen gehen. Na, mein Freund. Kaufen. Eisen habe ich glaube ich genug, aber oh Mann, der hat auch nur ganz wenig Bronze. Alles gekauft, was der hat, ne? Okay. Bauen können wir dadurch immer noch nichts, also uns ausrüsten. 6 hartes Leder fehlen noch. Scheiße, das bedeutet, wir müssten eigentlich noch farmen gehen, gell? Was sagt Zeno dazu?
Mal gucken. Bueno, yes. Oh, he's such a... Das war doch jetzt lustig, oder? Oh, was kann man denn jetzt herstellen? Schau mal. Ich wollte das hier herstellen. Die Klinge verursacht jetzt schon 2320 Schaden. Der fehlt mir jetzt noch. Das heißt, ich muss mir hartes Leder auf jeden Fall noch besorgen. Ein hartes Leder. Da hinten wären zum Beispiel... Ja, das sind halt alles Krokodile, ne? Nilpferde wären mir am liebsten, ne? Ne? Oh, wir könnten... Oh. Wir holen uns das Holz noch. Das sieht so aus, als würde der direkt auf uns zukommen. Cooler Schuss, oder? Der Pfeileflüsterer. Geil! Der hat jetzt auch richtig Spaß gehabt. Der ist direkt vom Pferd gefallen. Ja, meine lieben Freunde, wir haben 28 Minuten erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschalten würdet. Damit wir... Dann machen wir natürlich direkt mit dem Farm weiter und dann starten wir die nächste Hauptquest. Wir sehen uns, Leute. Bis dann, haut rein. Ciao.